ruhig machen. Weil die Deckung ist das A und O. Aber ein T-Shirt die ganze Zeit. Nee, das hast du so falsch dort. Checkst du? Das geht nicht. Hast du ja vergessen. Links, rechts, schwächen. Jetzt box nicht gegen die Kamera. Komm her. Von diesem scheiß rote Beselsaft. Ich hab gerade eine Hand bis zur X. Mir ist kurz übel. Auf leeren Magen. Rote Bete war nicht drauf. Fazit? Ich fand nie wieder automatisch. Mich kurz übel. Mich einfach nur Übelkeit. Ich hatte gerade Angst, dass ich mich übergebe, weil mich zu überpace war so übel. Deckung oben, Deckung oben. Alles gut? Alles gut? Einfach zu vorne. Mach das vorne, mach das vorne. Was mit dem Kampf passiert? Voll. Gingen die Lampen kurz aus. War eine geile Erfahrung tatsächlich. Lieber hier als am 25. Ja. Die Deckung ist alles. Ja. Das habe ich beim ersten Sparring noch nicht so gesehen. Ich wollte mal meinen offensiven Akzenten, aber machst halt eine Offensive. Ja. Kriegst halt auch schnell mal ein Ding. Ja? Sobald der Gong erklingt, werden wir zu fighten. Zu fighten und dann nochmal ein Gong und dann trinken wir zusammen. Ja. Da schließe ich mich an. Das ist geil. Geil. Boxen, okay? Der Boa, du musst jetzt gehen. Im Ring. Das ist witzig, das ist jetzt, war jetzt gerade gestaged, ja. Aber es ist witzig, wir sehen uns das nächste Mal im Ring. Ja. So, einfach weil der halt anders aussieht. Okay, tschüss. Das schlimmste Auto, was jemals auf YouTube ausgestrahlt wurde. Ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch gleich die Box-Videos gefallen. Wir sehen uns Donnerstag.
Also, wenn die jetzt so überlastet sind, ne? Dann Ellbogen runter. Also ich würde auch, ne? Ich würde wirklich bis Montag Pause machen. Ne? Weil das ist falsch. Es fühlt sich echt so an, als wenn ich keinen Muskelfaser habe. Falscher Ehrgeiz. Ne? Was du machen kannst noch halt, ne? Bis Montag, ist so Schattenboxen vorm Spiegel. Ja, Oberkörper nicht. Kann ich, aber unten ist alles tot. Einmal nur mal auf die Fäuste. Das Gefühl, ich trainiere mir meinen Hals. Ja, ja, wird auch. Das ist gut halt. Ne? Weil wenn da Schläge gegenkommen, guck mal, man muss ja hier, das sind die Muskeln, die das abfangen. Also Kinn können sie nicht abfangen. Ne? Aber wenn du hier drauf kriegst oder so, hier, das ist immer genau die Muskulatur, die arbeitet. Ne? Ja, da merkst du, was das Training jetzt macht mit dem Körper. Ne? Das schießt den nicht hoch, das schießt den Körper runter halt. Ne? Ja. Deswegen, Pausen sind wichtig danach. Ne? Jetzt wollen wir ein bisschen die Hals-Nackenmuskulatur noch mal ein bisschen machen. Das heißt, du gehst hier hin, erst die Hände hier, dann kannst du die Beine hochnehmen und dann kurze Bewegung vor, zurück. Kopf am Boden, nicht zu stark den Hals abbiegen, nur kurze Bewegung, genau. Wenn du dich sicher fühlst, nimmst du die Hände einfach hoch. Ja, genau, nicht zu große Winkel machen. Okay, dann einmal kurz hinsetzen. Morgen Muskelkater im Genick. Kann ich meinen Kopf nicht mehr halten, hängt dann nur noch so. Mach mal Handwechsel. Ellbogen enger am Körper, genau. So, jetzt wieder spiegelbildlich. Gucken. Kommst. Handwechsel. Okay, ab geht's. Ich geh hier hin. Ah, dann gibst du mir hier die. Dann gibst du mir den. Komm weiter hier in die Mitte. Genau, dahin gehen. Gut. Dahin gehen. Genau. Jetzt komme ich nach vorne, du gehst zurück, zurück. Bam. Ja, genau. Zurück, zurück, sicher stehen. Aus der Ecke raus, aus der Ecke, nicht in die Ecke gehen. Siehst du, jetzt gehe ich falsch hinter dir her. Merkst du das, wie ich hinter dir hergehe? Jetzt gehst du in die Mitte dadurch. Geh einfach in die Mitte und jetzt habe ich die Arschkarte. Wenn ich jetzt hier jede stehe, Zeit schlagen du hier kannst. In der Mitte bist, was mache ich dann? Na, mit der Führhand arbeiten. Führhand oder Schlaghand? Mich wieder reinkämpfen. Dann könntest du dich reinkämpfen mit 1-1-2. Aber so wegrennen ist keine Lösung um ihn herum, ne? Kannst du machen zwischendurch, ne? Du bist in der Mitte und ich probiere mich reinzuwühlen. Ja, mach die linke etwas weiter nach vorne. Er kommt rein und dann bam, abfangen. Genau, und nochmal abfangen. Deckung aber trotzdem zum Kinn wieder zurückziehen. Ja, stimmt. Hopp, genau. Genau, so ist super. Ich komme. Du musst jetzt genau darauf achten, wann ich komme, dann stoppst du mich. Ne? Jetzt stoppst du mich mit 1, 2. Das ist richtig wehtun. Genau. Genau, Deckung zu. So, und dann kommt er. Bam, kurze, also auch so ein kurze, trockene, harte. Ne? Genau, bam. Genau so. Bam. Bam. Dann 1, 2. Genau. Deckung zu. Sofort wieder zu. So, ich komme rein, du stoppst mich 1, 2 und dann Deckung zu. Und klammern. Komm, genau. Up und break. Ja. Geil. Ja. Und klammern. Und klammern. Gut, Ellbogen eng. Genau, jetzt wird das schon unterbrechen. Führhand, Uppercut. Genau. Und Deckung zu. Aber Deckung zu. Deckung zu. Und Klammer. Genau. Ja, das mit den Augen zu machen. Ja, Ellbogen eng. Genau. Genau, jetzt und jetzt Klammer. Genau. Ja, okay. Irgendwann überrasche ich dich. Da komme ich, ne? Da komme ich danach rein. Da musst du halt decken und unterbinden. Und mal die zwei. Hopp. Bleib in der Mitte. Ich komme und bop. 1, 2. Hopp, hopp, hopp. Genau. Ja. So ungefähr, ne? Genau. Ja. Führhand, Uppercut. Gerade bleiben, gerade. Genau, rein. Zack.
Mach dich nicht kleiner, wie er selber ist. Ne, dadurch schenkst du ihm Vorteile. Ja. Ein, zwei. Genau. Okay, Pause. Jetzt! 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 Klammer, Klammer! Oh, genau. Okay, nochmal, ne? Jetzt! Ab! Jetzt! Genau, der war schön kurz ausholen. Jetzt! Jetzt! Eins, eins, zwei. Bob, genau. Jetzt komm ich. Bam! Deckung, deck nicht klein machen. Jetzt! Hab! Jetzt! Hab! Bam! Groß bleiben! Klammer, Klammer, Klammer! Groß bleiben, das darf ich nicht vergessen. Man muss so viel bedenken. Ja. Weil im Kopf ist nur noch wie, Spaghetti. Was, wo. Wie. Ja. So viel durcheinander. Man muss echt erstmal drüber nachdenken, was man jetzt macht. Ist echt schwieriger, als man denkt. Ja. Ja. Immer sofort zuziehen. Ja. Die mache ich dann zu. Boom. Ja, und noch kürzer ausholen. Hier. Bam. Ja. Bam. Bam. Genau. So. Bam. Bam. Genau. Heute ist ein bisschen der Wurm drin, würde ich sagen. Kein Ding, kein Ding. Man merkt das richtig, wie ich durchhänge. Ja. Gut. Nochmal auf den Bauch drehen, auf die Ellbogen. Da kam fast alles hoch beim letzten. Jetzt ist die Wampe gut durchmassiert. Jetzt ist sie warm. So, Freunde, ihr seht ja schon, dass ich heute ein bisschen durchhänge. Ich glaube, das ist jetzt mein viertes Training. Wir waren ja auch in Hamburg beim Sparring, da habe ich auch eine gute Schelle bekommen. Ich sag gar nicht so viel zu dem, was passiert. Ich glaube, ihr seid einfach live dabei, was, oder halt auf YouTube dabei, was wir hier so machen, an Trainingseinheiten. Heute würde ich sagen, habe ich den krassesten Durchhänger. Ich habe 8 Stunden gepennt und irgendwie habe ich trotzdem so ein Tief, körperlich und geistig. Aber ich glaube, da komme ich nächste Woche wieder stärker zurück. Meine Beine machen auch komplett schlapp irgendwie. Ich kam heute gar nicht aus dem Bett und gestern auch nicht. Mal gucken, aber ausdauertechnisch bin ich ganz gut dabei. Nur es fehlt mir dann noch ein bisschen an Power. Ja, bis zur Mitte des Rückens. Bisschen noch und wieder andersrum. Genau. Gehst du einmal den Oberschenkel komplett ab und guckst, wo tut's weh. Oh, überall. Dann, da, wo es weh tut, in Zeitlupe genießen. Alter. Oh. Genau. So muss ich das anhören, wenn man die richtigen Punkte getroffen hat. Fühlt sich anders, wenn mein Bein gleich abstirbt. Alter, war das heute ein komisches Rumgekröchter. Ich habe mich gefühlt wie so ein Rentner. Erhol dich, mach lockeres, aerobes Training. Mach morgen mal einen ruhigen, Montag aber ohne Gnade, Vollgas. So geil! Hey, ich ärgere, dass ich so wenig Ausdauer habe. Nur noch gerade. Oh, dann Tempo machen, Tempo machen.
Jetzt! Jetzt! Was macht der Kopf? Ich habe die ganze Zeit so einen Kopfdrücken. Ja, okay. Ja. So einen Puls im Kopf. Aber das schon gefühlt seitdem in Hamburg. Hast du denn da harte Kopftreffer abgekriegt? Ja, einen halt, der hat mich komplett. Also, da waren kurz die Lampen aus. Schulter an die Backe. Gut. Und Endspurt, komm, 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 jetzt verhauen. Alles. Auch mal zum Körper, volle Kraft. Kinn runter. Und komm, 5 Sekunden. Gib alles geben jetzt. Der muss kaputt gehen jetzt. Gut. Sehr gut, letzte Übung. 15. Komm. Oh, warum? 10. 3 Sprünge, gib 3 noch, 3 noch. Dann ist er weg, dann ist er weg. 1. 2. Komm, der dritte. Gut. Ich konnte gar nicht mehr. Hey, aber das ist das, was ich meine. Scheiß drauf, egal was dir wehtut, nicht zeigen. Danach kannst du zeigen, dann ist alles okay. Brauchst du was zu trinken? Ja. So, ich mache erstmal ein bisschen deine Muskulatur warm, ein bisschen vorbereiten, nicht erschrecken. Hier hast du zum Beispiel hier so einen Strang. Merkst du das hier? Mhm. Hier, ne? Oh ja. Ja, es kann halt Falsches liegen. Du bist viel am Zocken, du bist viel am Sitzen. Dehnst du dich? Nee, zu fürchterlich. Ja. Und dann streamst du auch mehrere Stunden wahrscheinlich, mhm, ne? Ja, und du bist dann mehrere Stunden in der gleichen Position, keine Bewegung. Kann das halt dazu kommen, dass die Muskulatur verspannt, die Faszien verkleben. Schau mal, guck mal, wir gehen gleichmäßig drüber und dann hast du Stellen, die halt stärker rot sind wie andere. Und da siehst du halt, wo die Durchblutung ihre Arbeit dann macht. Schmerzhaft? Ja, irgendwie schon. Okay, diese Seite ist so ein bisschen problematischer dann. Von der Skala von 1 bis 10, wie verspannt und wie viele Baustellen habe ich? Baustellen so an sich keine, okay, würde ich jetzt sagen. Also du kannst alles gut bewegen, du hast keine Schmerzen in der Bewegung. Verspannt bist du, aber es ist jetzt nicht so extrem. Es ist so das Übliche, so was halt Büroleute, ne? So wie du jetzt am PC, vor der Konsole, der Nacken. Wir haben auch so einen Bodyscan gemacht vom Training. Mhm. Und irgendwie mussten ja bestimmte Punkte immer so parallel aneinander vorbeilaufen. Genau. Und mein Nacken ist ein bisschen weit zu weit vorne. Zu weit vorne, okay, also, dann machst du... Eigentlich müsste ich immer... So, genau, du kannst halt, das ist halt immer ganz gut, wenn du deine Schulter hinten zusammen, das machst du immer wieder, ja. Schulter hinten zusammen und dein Kopf, also dein Kinn nach hinten, genau, das ist die Übung und Schulterblätter hinten zusammen, ne? So, das fühlt sich auch sehr unangenehm an, es sieht auch total bescheuert aus, aber dass du halt wirklich immer halt wieder den Kopf in die richtige Position bringst. Genau, weil beim Zocken oder am PC oder was auch immer stehen die meisten Leute so. Ja. Ja. Oder am Handy. Genau, oder am Handy, so Schultern vorne, so stehen die dann. Sieht das schlimm aus? Es sieht schlimmer aus, als es ist. Die Kamera aushält, du hast gerade 2 Titten am Rücken. Übereinander, nicht nebeneinander. Wir sind durch. Setz dich erstmal hin. Du merkst ein bisschen mit dem Kreislauf vielleicht, ne? Dadurch, dass du jetzt ein bisschen gelegen hast, wir haben Blut in den Rücken gezogen. Warte mal kurz. Wenn du merkst, okay, du bist komplett da, dann kannst du aufstehen. Sehr geil. Freut mich. Wenn du irgendwie mit der Ernährung oder so irgendwie Unterstützung brauchst, so, ja, sag Bescheid, dann können wir dir für dich maßgeschneidert einen Ernährungsplan, so einen Lifestyle-Plan, ne? Mit Supplemente, Ernährung, ja, und alles drum und dran. Ich habe ja auch einen anderen Lifestyle als die meisten. Ich arbeite in Anführungszeichen dann, wenn andere Feierabend machen. Genau, ne? Genau. Ja, quasi dann für die das Abendprogramm. Genau. Deswegen verändert sich da auch ein bisschen meine Ernährung. Also ich esse dann, ja, sozusagen vorm Stream so viel, dass es lange hält. Ja. Und leider auch manchmal noch nach dem Stream, weil ich alles runtergebrannt habe. Ja, ja, aber du kannst halt während dem Stream auch mit Snacks, genau, Shakes, solche Sachen. Dagegen wirken. Genau.
Nikolas Stemmler, jetzt bist du dran. Ich zerklopp dir die Kauleiste.